Ah, fuck. Servus, ich bin der Markus und ich will heuer die beste Zeit in den Bergen haben. Den Sommer meines Lebens. Und das ganz ohne Auto und nur mit den Öffis. In dieser Folge geht es für uns in die Höhe, nämlich auf den zweithöchsten Berg Österreichs, die Wildspitze. Und auf meine allererste Hochtour. Dabei sind Franz und ich nicht alleine unterwegs, sondern wir haben uns mit unserer Klimaexpertin Hanna tatkräftige Unterstützung gesucht. Wir erfahren, wie anstrengend es ist, sich auf 3768 Metern zu bewegen, genießen grandiose Aussichten und erleben hautnah mit, wie es um unsere Gletscher steht. Auf geht's! Hello! Ich darf euch heute Morgen mal wieder vom Hauptbahnhof in München begrüßen. Bei uns geht's nämlich heute auf die dritte Tour von Sommer meines Lebens. Ich freue mich schon seit längerem auf die Folge und bin ziemlich gespannt. Wir gehen nämlich heute auf die Wildspitze. Es ist der zweithöchste Berg Österreich und ehrlich gesagt, es ist meine erste Hochtour. Das heißt auch das erste Mal so richtig Gletscherkontakt beim Bergsteigen. Wir haben natürlich im Vorfeld alles geübt und bis ins Detail gesprochen, aber trotzdem bin ich einfach so ein bisschen nervös und aufgeregt. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Jetzt musste ich schon mal kurz meinen Zug suchen, der wurde nämlich verlegt auf Gleis 12. Habe ihn jetzt aber gefunden, setze mich jetzt auch gleich rein und dann geht's auch schon los. Die anderen beiden steigen dann auch gleich zu. Also ja. Los geht's. Wir sind nämlich jetzt in Kufstein angekommen und steigen hier um. Dann geht's Richtung Ötztal. Allerdings unser Zug hat jetzt schon 17 Minuten Verspätung. Aber eigentlich soll es sich gerade noch ausgehen, weil wir haben eine Umsteigezeit von 20 Minuten für unseren Bus dann. Also mit ein bisschen Glück rutschen wir gerade noch so rein. Ansonsten müssen wir, ich glaube, eine Stunde warten auf den nächsten Bus. Aber die sind ganz gut aufeinander abgestimmt, also wir liegen ganz gut in der Zeit. Also auch mit dem Hüttenaufstieg soll sich trotzdem dann alles noch gut ausgehen heute. Ach so, steht hier auch, gut, in den ersten Jahrhunderten waren das eher feindliche Armeen, die Festung aufbauen wollten. Upsla! Das Wahrzeichen der Stadt Kufstein und zählt zu den imposantesten mittelalterlichen Bauwerken Tirols. Genau. Das ist der Mittagskaffee. Okay, genau. Also wir kommen jetzt mit dem Bus hier unten an. Und dann latschen wir hier so rauf auf die Breslauer Hütte hier. Dann werden wir heute Nachmittag hier noch auf den Urkundholm hinaufgehen. Morgen geht es dann nämlich hier so da so rauf. Hier übers Mittagskajoch. Da oben haben wir nochmal so einen kleinen Felsgrat bis zum Gipfel. Und dann gehen wir hier wieder runter und gehen hier den Gletscher aus. Übermorgen geht es dann hier vom Taschachhaus runter, einfach das Tal hier auslaufen und da steigen wir dann wieder in den Bus. Also wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben 2 Minuten noch bis zum Bahnhof und exakt dann soll unser Bus losfahren. Komm! Nimm. Und was ist denn jetzt da? Schlecht. Markus wird beim Busfahren leider schlecht. Armes Menschlein. Wir fahren auch nur eine Stunde. Ja, ja. Wenn ich aber auch nur, dass du wieder laufen kannst. Ich habe es überlebt, tatsächlich. Ich habe kurz nicht mehr dran geglaubt, aber wir sind jetzt hier am Ausgangspunkt in Fendt. Ja, wir waren jetzt 5 Stunden unterwegs. Ich bin heute um 6 aufgestanden, glaube ich. Nur die Busfahrt habe ich nicht so gut überstanden. Mir ist echt schlecht geworden. Das hatte ich als Kind auch schon immer. Meine Eltern haben da, glaube ich, viel Spaß gehabt mit mir. Die Busse hier in die Täler in Tirol, die sind eh super angebunden. Also da kann man ganz gut von der Zugstrecke einmal durchs Inntal durch, kann man da sehr gut in die Täler hochfahren. Jetzt habe ich mir eine Viertelstunde genommen, jetzt geht's auch wieder und jetzt starten wir dann gleich los. Also jetzt bin ich ready für den Aufstieg. Ich freue mich voll, dass ihr mich mitnehmt. Das ist sau cool. Ja, bin jetzt schon ganz schön gespannt, wie es so wird. Aber schaut ja ganz gut aus.
Bin auch echt gespannt. Mir könnte es ein bisschen besser gehen, aber du bist fit, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe die Busfahrt, glaube ich, ein bisschen besser weggesteckt wie du. Nee, also läuft gerade ganz gut. Bin mal gespannt, wie es dann so mit der Höhe wird, aber ich glaube, das wird schon gut werden. Nee, erste Hochtour ist es nicht. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber regelmäßig mache ich es jetzt auch nicht. Deswegen ist es schon nach wie vor was Besonderes auch für mich. Doch, aber halt so viel in den Bergen und ja, viel, aber ein bisschen anspruchsvollere Sachen. Da wird es ja dann erst lustig eigentlich. Was du auch hast, ist recht viel Erfahrung mit den Öffis, gell? Ich meine, du bist ja unsere Öffi-Expertin irgendwie. Ja, deshalb habt ihr mich ja mitgeschleift, gell? Ja. Mhm. Ja, ich bin eigentlich fast nur mit den Öffis unterwegs dann in den Bergen. Geht doch echt super, muss ich sagen. Also ich habe bisher, mein klar, gibt es ja auch immer mal wieder irgendwie Sachen, Tage, wo es nicht so läuft. Aber grundsätzlich bin ich da echt ganz happy damit. Ich freue mich so über meinen neuen Pickel. Ich glaube, das Schönste am Aufstieg waren die Kia und die Molla. Das war richtig süß. Was? ja, eigentlich waren es wahrscheinlich noch gar keine Molla, weil eigentlich sind Molla so junge Ochsen. Wahrscheinlich waren es eher nur Kälble, so Jungbullen. Aber das war richtig süß auf jeden Fall. Die sind da rumgestanden, aber leider wollten sie sich nicht streicheln lassen. Das finde ich sehr schade. Ja, ich komme aus dem Allgäu. Mir geht's nicht so richtig gut gerade. Ich habe mich vom Busfahren echt noch nicht so ganz erholt und bin einfach nicht so auf der Höhe. Heute schauen wir auch noch mal 300 Höhenmeter nach oben auf den Urkundkolm. Der hat so 3 Ohren irgendwas und das ist immer gut für die Akklimatisierung. Ist ja die Hochsteigen, niedrig schlafen. Und man setzt jetzt quasi durch dieses Hochgehen nochmal an Reiz, oder, für den Körper und sagt sowas wie, hey, produziere mal rote Blutkörperchen. Naja, höhenkrank kann man relativ schnell werden, also diese Symptome bekommen. Kopfschmerzen zum Beispiel, hoher Puls, schlecht geschlafen und das kann auch bis zu Schwindel, weniger Leistungsfähigkeit, Übelkeit, Erbrechen, sowas kann dann schon auch noch dazukommen zu sowas. Was mache ich denn, wenn ich so Symptome habe? Also ich meine, leichte Symptome kann man ja vielleicht noch irgendwie durchstehen, aber wenn es dann doch mal schwieriger wird, Schwindel, Übelkeit, solche Geschichten? Gerade so Übelkeit, Erbrechen, das fordert den Körper ja schon brutal, oder? Also ich kann mir danach nicht vorstellen, auf irgendeinen Berg zu gehen. Und ich glaube, das ist so die Überlegung, die man hat. Also wenn ein Körper einfach schreit und sagt, nee, dann glaube ich, ist es auch das Sinnvollste, einfach runterzugehen wieder. Und dann machen wir so einen Rechtsschlenker dann rein. Also ich würde sagen, wir gehen da quasi über den Rücken und dann rechts hoch und dann da so entlang und dann nicht da, wo der Schnee drin liegt, sondern ich schätze fast eins weiter rechts. Von hier sieht das eher so aus, als wäre das
der Weg. Let's go out, let's go dancing tonight. Adrenaline is pumping, engines up for the flight. And it could be a better taste after everything I faced. Ja, jetzt stehen wir hier auf dem Fahrschacht ferner. Der Aufstieg war mega, also von der Hütte weg war es schon ein bisschen zäh. Also man hat dann schon gemerkt, dass wir gestern schon einiges gemacht haben und dass wir vor allem heute ein bisschen höher sind. Aber jetzt gerade das letzte Stück da so durch die Felsen und durch das Mittagkar hoch war echt super. Es ist so krass schön, wirklich dieses Gletschermeer hier. Das ist, kann man nicht so richtig in Worte packen gerade, also taugt mir krass. Und hier hinten sieht man schon, wo es jetzt dann noch hochgeht. Wir haben noch 300 Höhenmeter ungefähr und dann stehen wir auf der Wildspitze und wir sind, glaube ich, alle richtig hart motiviert. Oh, Markus, du hast Mango Streifen. Ich mag Mango Streifen. Oh! Wieso? Gib mir die Packung. Wir sind wieder am Materialdepot angekommen. Hier haben wir vorher unsere Sachen gebunkert, nämlich die Steigeisen und die Pickel, und sind dann mit leichteren Rucksäcken noch die letzten 120, 140 Höhenmeter zum Gipfel. Es war echt total zäh und brutal anstrengend. Ich dachte echt, ich muss aufgeben, ganz kurz vom Gipfelkreuz. Aber dann hat es doch gut funktioniert. Ja, und jetzt laufen wir dann raus über den Taschachferner Richtung Taschachhaus, wo wir nochmal eine Nacht verbringen. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wann wir so am Gletscher an der Aperen Linie ankommen. Hier schaut es ja irgendwie gerade noch ziemlich weiß aus alles und kann man das jetzt gerade noch nicht so vorstellen, aber ich bin echt gespannt. Überall um einen rum hört man das Schmelzwasser zu den Gletscher runter plätschern. Man spürt quasi, wie der Gletscher um einen rum schmilzt. Aktuell zieht sich der Gletscher so um die 30 Meter im Jahr zurück, aber das geht jetzt immer schneller. In 2022 waren es zum Beispiel schon 50 Meter im Jahr. Insgesamt ist der Gletscher schon ungefähr 1,7 Kilometer zurückgegangen. So viel Wasser, wie hier runterkommt, da fühlt sich's an, als wäre der Gletscher nächstes Jahr schon weg. So, ich muss da noch. Wir sind mittlerweile auf dem Taschachhaus angekommen. Hinter mir seht ihr noch den Taschachferner oder das, was von ihm übrig ist. Das ist wirklich traurig. So von den Eindrücken her war es echt super schön auf der einen Seite und auch echt
nochmal ganz schön krass, wie gesagt, denn die Klimawandelfolgen so direkt vor Ort zu sehen. Trotzdem bin ich mega happy, dass wir das heute gemacht haben. Ich fühle mich richtig gut gerade. Zwar echt ganz schön fertig, aber irgendwie so eine gute Art von fertig, oder? Ja, ich fand auch, die Tour war Hammer. Also es hat echt sauer Spaß gemacht. Da oben auf der Wildspitze war es Wahnsinn. Ja, also Aussicht, Wetter, alles hat perfekt gepasst. Aber der Hammer kam eigentlich nach dem Gipfel. Ich bin ganz schön durch, ich bin ganz schön müde. Es war echt eine lange Tour. Von der Breslauer Hütte zur Wildspitze ist relativ kurz mit einem guten Anstieg. Aber von der Wildspitze her zum Taschachhaus ist einfach ewig lang. Man läuft eigentlich den ganzen Gletscher aus. Das zieht sich wahnsinnig. Und es war auch wirklich schwer oder anstrengend zu laufen, weil der Schnee super weich war. Wir sind wieder diverse Male bis zum Knie eingesunken. Gleichzeitig kam super viel Schmelzwasser runter. Also man musste wirklich schauen, wo man auch hingetreten ist. Und es war brütend heiß. Also das, was ich heute auf jeden Fall positiv mitnehme, ist der Markus. Weil das war in den ersten zwei Folgen von Sommer meines Lebens war es immer so, dass der Markus gesagt hat, oh, sorry, ich habe gepupst. Und diesmal war es jetzt das erste Mal, dass er davor gesagt hat, hey, ich muss pupsen, könnt ihr mal bitte weggehen. Eine negative Seite ist natürlich auch hier der Gletscher, vor allem das Ende von diesem Gletscher hier. Ich war hier vor 8 Jahren ungefähr schon mal und da ging der Gletscher einfach so viel weiter runter und wir hatten dann auch auf der rechten Seite noch so einen richtigen Eisbruch und davon ist also einfach nichts mehr da, gell, weil der Gletscher sich schon über diese steil abfallende Wand zurückgezogen hat. Das ist eher so ein bisschen bitter. Vorsicht, ich muss pupsen. Also hier, da drüben und hier. So, sag mal, Hanna, ich habe bei der letzten Folge auch schon Franz gefragt, aber bei dir interessiert es mich irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Was ist denn dein ökologischer Fußabdruck, nachdem du mir meinen schon so schön berechnet hast? Nachdem ich dir den Schock deines Lebens verpasst habe. Ja, schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also das letzte Mal, dass ich gecheckt habe, war ich so bei 7, 7,5 Tonnen. Wie? Ja. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich einfach kilometertechnisch sehr viel weniger unterwegs bin. Also meine Mobilitätsemissionen sind einfach krass viel geringer, weil ich halt sehr viel mehr in der Umgebung bleibe. Genau. Und was es bei mir schon auch ein bisschen rausgerissen hat, ist, glaube ich, das mit Ernährung und Konsum, weil ich halt extrem viel auch gebraucht kaufe und da halt immer irgendwie nur so das Nötigste. Genau, das sind, glaube ich, so die zwei größten Posten. Und wo ich jetzt schon auch noch mal ran will, ist so die Wohnsituation. Ich habe zwar Ökostrom und so weiter, aber da gibt es ja schon auch ganz coole Möglichkeiten, wie man auch als Mieter da noch ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen kann. Hast du da ein paar Tipps? Wie kann man da Einfluss nehmen? Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist mal auf die Hausverwaltung zugehen, ob sie PV bei uns installieren wollen. Das ist bei uns eigentlich prädestiniert Süddach. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie das nicht machen. Genau, und ansonsten mit der Heizung halt zu schauen, irgendwie gut zu lüften und so weiter. Das sind oft viel so Kleinigkeiten, die dann aber schon einen Unterschied machen können. Also
Also Fazit zu meiner allerersten Hochtour. Ich muss sagen, ich bin hooked. Da mal wieder auf Hochtour zu sein, das hat richtig Spaß gemacht. Ich mag das total gern, diese Reise zwischen den Vegetationszonen irgendwie. Jetzt sitzen wir hier wieder im Grünen, so ganz saftige Wiesen. Und mit jedem Meter, den es dann so weiter hochgeht, werden die Pflanzen niedriger, bis man dann irgendwann nur noch so die Polsterpflanzen hat. Und die leuchten dann so in dem Gestein oder in dem Schutt, in den Hängen. Das ist schon einfach echt richtig schön, das mag ich total gern. Und irgendwann steht man dann einfach auf dem Gletscher und man hat dieses Gletschermeer vor sich. Also es hat so viel Spaß gemacht. Und die ganzen Elemente, die das auch zusammenbringt, sind halt einfach der Wahnsinn, oder? Man muss so viel wissen, man muss so viel können und sich auf viel einlassen können. Und das macht es aber auch einfach wahnsinnig spannend. Klar, man hat einen schweren Rucksack, man geht teilweise mal weite Strecken, muss mal irgendwo rauslatschen. Das gehört einfach dazu, aber dafür kriegt man auch einfach einzigartiges Gelände. Wir haben jetzt Fels dabei gehabt, was mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja. Du hast die Aspekte mit der Seilführung, mit dem Material, dann die Hüttenübernachtung und das ganze Hüttenleben. Also die Tour jetzt auf die Wildspitze war echt cool. Urgrundolm. Na, wie heißt der? Urgrundolm. Heute schauen wir auch noch mal 300 Höhenmeter nach oben auf den Urgrundolm. Heute schauen wir auch. Heute schauen wir.